Ein Talisman im Wagen ist gewiss nicht schlecht, aber noch besser für den Kraftfahrer ist ein Sicherheitsgurt. Und dieser Meinung, Herr Oberbranddirektor Dr. Kaufhold, ist man auch bei der Berliner Feuerwehr. Ja, die bisherigen Unfälle, die wir selbst bei unseren Einsatzfahrten erleben mussten, haben uns zu der Überzeugung geführt, dass wir noch mehr für unsere eigene Sicherheit tun müssten. Und eine Möglichkeit hat sich nun jetzt in neuerer Zeit durch die Sicherheitsgurte ergeben. Und wir haben uns entschlossen, unsere Fahrzeuge, insbesondere zunächst mal die leichten Fahrzeuge, die ja besonders gefährdet sind infolge ihrer Bauart, damit auszustatten. Das wären also alle als Einsatzleitwagen dienenden PKWs und ferner auch die Unfallwagen. Das sind insgesamt 55 Fahrzeuge und das würde etwa einen Kostenaufwand von rund 6.000 Mark erfordern. Und wie sieht nun der Sicherheitsgurt aus? Brauchen Sie eine Spezialanfertigung? Nein, es gibt eine handelsübliche Konstruktion, die diagonal verläuft, die einerseits am Türpfosten befestigt wird, hier oben, und andererseits am Getriebetunnel. Und damit ist die leichte Ein- und Ausstiegsmöglichkeit für unsere Fahrer und Männer gegeben und auch das leichte Lösen des Gurtes im Alarmfall. Und Sie haben auch die notwendige Beweglichkeit im Wagen selbst? Durchaus. Man kann mit einem Handgriff den Gurt schließen und auch mit einem Handgriff wieder öffnen. Es entsteht praktisch gar kein Zeitverlust. Der finanzielle Aufwand steht ganz sicher in gar keinem Verhältnis zu der gewonnenen Sicherheit. Und doch, Herr Dr. Kaufhold, möchten Sie abschließend an die Öffentlichkeit wieder Ihre Bitte richten? Ja, sicher, das ist die Bitte, den Feuerwehrfahrzeugen doch bei Herannahen, bei Ertönen der Signale und der optischen und akustischen Zeichen doch sofort freie Bahn zu machen und unsere Tätigkeit dadurch entsprechend zu erleichtern.